Jo Leute, wer mein letztes Video noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt vor diesem Video hier tun. Also jetzt wirklich, Link in der Beschreibung. Viele haben sich gefragt, wie ich dann an die Kontoauszüge von ApoRed gekommen bin. Nun ja, das war eigentlich ganz einfach. Ja, ich habe ihn endlich gehackt. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer ApoRed in Wirklichkeit ist. Ein Scheißpenner ohne Welt. Dann wollte ich noch zwei Sachen korrigieren. Ja. Ich meinte in meinem letzten Video, dass die Pfändung der Krankenkasse einen Vollstreckungstitel durchs Gericht voraussetzt. Das stimmt aber nicht. Krankenkassen können auch ohne das Gericht pfänden. Ändert aber nichts an meiner Aussage, weil trotzdem, wie im Video erwähnt, Mahnungen vorausgehen müssen. Ich habe bei der AOK nachgefragt. Kurz gefasst, es kommen insgesamt 3 Mahnungen im Abstand von einem Monat, bevor gepfändet wird. ApoRed war in dem relevanten Zeitraum in Deutschland und nicht, wie von ihm behauptet, in der Türkei. Das war auch der Punkt, den ich machen wollte. Für alles weitere guckt einfach mein letztes Video. Die zweite Sache, die ich korrigieren wollte: Ich meinte, dass ApoRed das Nummernschild vom Range Rover zensiert hat, weil da sonst vermutlich ein fremdes Nummernschild zu sehen wäre. Aber ich habe sein Video dann nochmal komplett aus Versehen über meine Festplatte abgespielt und plötzlich war die Zensur weg. Mensch, was es nicht alles gibt auf der Welt. Und dann erzählt er uns etwas von einem Undercover-Wagen. Na, so ein Schnacker, Digga. ApoRed, wieso ist da kein Kennzeichen? Und wieso hast du das zensiert? Und wie soll dich jetzt eigentlich... So ein dummer, missgünstiger Penner in deinem 120.000 Euro, 600 PS breit gebauten Range Rover ohne Kennzeichen rumcruisen sehen? Fragen über Fragen. Naja, wie dem auch sei. Ich hatte im letzten Video über ApoReds angeblichen Reichtum geredet, auf den wir laut ApoRed alle nur neidisch sind. Sein angebliches Geld, seine angeblichen Immobilien und seine angeblichen Autos. Aber ApoRed hat in seinen letzten Videos natürlich nicht nur über diese Sachen durchgängig gelogen, sondern natürlich auch über weitere Themen, die ich nun in dem Video hier durchnehme. Fangen wir an bei dem Cadena-Gewinnspielthema. Ich meinte... Digga, ich kann das gar nicht abwarten. Ich bin richtig aufgeregt, Digga. Was hat denn der noch alles gelabert? 40 Minuten lang. What the fuck, Bruder? Das ApoRed den Gewinnspielpost. Digga, der Typ ist einfach nur noch ein Meme, Alter. Löscht hat, genauso wie den Gewinnspielpost mit Level Up Germany, bei dem ich schon bewiesen habe, dass das komplett fake war und keiner seinen Gewinn bekommen hat. ApoReds Statement zu Cadena war wie folgt: Brent, warum hast du den Post gelöscht, wo 10 Gewinne unter anderem meine Rolex verlost werden sollten? Warum ist es gelöscht? Du hast ja bestimmt was zu verbergen. Das ist ja wieder Scam. Ich zeige euch jetzt, warum ich bewusst immer das meiste ignoriere, okay? Das ist jetzt ein perfektes Beispiel. Okay, ApoRed erklärt perfektes an einem perfekten Beispiel, warum er bewusst Vorwürfe ignoriert. Let's go! Leute, ich habe Kontakt aufgenommen zu Cadena Official und ich habe denen gesagt, könnt ihr mal bitte mal die Auflösung auch mal in eure Timeline posten, okay? Also diese Story, die dauerhaft verfügbar ist, um euch nochmal in so eine kleine Rückhandstelle zu geben. Ihr macht alle zufrieden, haben ihre Gewinne bekommen. Was wollt ihr in Gottes Namen? Nur weil ich den Post runtergenommen habe, weil ich das Foto nicht ästhetisch genug fand für meinen aktuellen Feed auf Instagram, wollt ihr mir jetzt indirekt sagen, ich habe irgendwo gescammt? Wollt ihr mich verarschen, Mann? ApoRed behauptet, dass alle zufrieden waren und ihre Gewinne bekommen haben. Das stimmt aber nicht. ApoRed hat hier wieder bei einem Gewinnspiel ganz offiziell gelogen. Nachdem die Gewinnernamen hier eingeblendet wurden, habe ich alle angeschrieben. Ein paar davon haben nicht geantwortet, beziehungsweise die Accounts gibt's nicht. Wie viel Mühe einfach sich Mimi macht, das ist so crazy. Allein, dass er die AOK anruft und fragt, ab wie viel Mahnungsschreiben tun sie eigentlich Fänden, in welchem Abstand? Bruder, der Typ ist einfach, der ist crazy. Mehr. Und von denen, die aber positiv geantwortet crazy haben, hat einer die Uhr bekommen und einer eine Brille, nachdem er Cadena 1-2 Monate penetrieren musste. Also erstaunt mich, dass er jetzt überhaupt die Uhr bekommen hat, ne? Die ist ja wahrscheinlich mit Abstand am meisten wert. Die Brille endlich zuschicken. Alle anderen gingen leer aus, gewesen was Brillen und Ketten angeht. Jo, ich habe das Gewinnspiel nicht erhalten. Die Cadena auf Fischerseite hat mir geschrieben, die meinten so, ja, Glückwunsch, du hast eine Brille gewonnen, bla bla. Ich so, ja, okay. Die meinten so, ja, schick deine Adresse. Ich habe denen meine Adresse und so alles geschickt. Dann, ich habe 1-2 Monate gewartet und ich habe nichts zubekommen, ich habe keine Nachricht von dem bekommen. Dann habe ich meine Nachricht zurückgezogen, wo ich meine Adresse hingeschrieben habe, falls das weitergeleitet wird, meine Adresse oder keine Ahnung, im YouTube-Video vorkommt. Das wollte ich halt nicht. Deswegen habe ich meine Adresse zurückgezogen und habe die Seite dann einfach ignoriert. Die haben mir auch Chatverläufe mit Cadena gezeigt und die endeten alle damit, dass die Gewinner am Ende geghostet wurden. Auch lustig, wie Cadena sich bei dem einen noch wundert, dass nichts angekommen sei. Die anderen hätten ja schon alle ihre Sachen bekommen, was ja faktisch gar nicht gestimmt hat. Und die versprochene Sendungsnummer hat der Gewinner übrigens auch nie bekommen. In der Nacht, nachdem ich die Leute aber angeschrieben habe, ist Cadena plötzlich in die Gänge gekommen. Über 8 Monate, nachdem sie geghostet haben und keine Gewinne zugeschickt haben. 3 Uhr nachts schrieben sie an Tillmann. Hey, wir merken gerade, dass uns ein Gewinner bezüglich seines Gewinns angeschrieben hat und wollten nochmal alle durchgehen. Anscheinend hat einer bis jetzt nichts erhalten. Muss was im Lager schiefgelaufen sein. Ist die Brille bei dir denn angekommen? Sonst schaue ich nochmal nach Sendungsnummern. Müssten wir noch haben. Kann übrigens auch einer der Ketten sein, falls es doch...
auf einmal so schreibaktiv. Wer die Brille sein soll, haben das mit dem anderen Gewinner nun auch so abgeklärt. In dem Gelaber stimmt schon mehrere Sachen nicht, denn es hat nicht nur einer nichts bekommen. Die sind auch nicht nochmal alle durchgegangen, obwohl alle Namen öffentlich sind. Hillmann war der Einzige, der eine Nachricht bekommen hat. Sendungsnummern hatten sie offensichtlich auch nicht, denn die haben direkt vorgeschlagen, dass man sich auch was anderes aussuchen kann. Obwohl Cardena noch gar nicht wissen kann, dass der Gewinner nichts bekommen hat. Außer man... Ich hätte gerne einen Satz Gardin. ...hat halt nie was losgeschickt, dann hat der Gewinner zu 100% nichts bekommen und man braucht nicht die Antwort vom Gewinner abwarten. Und dass sie das auch so mit dem anderen Gewinner abgeklärt hätten, klingt ebenfalls schleierhaft, wenn Tillmann scheinbar der Einzige ist, der nochmal angeschrieben wurde. Am 16.06., also 10 Tage nachdem ich die Gewinner angeschrieben habe, hat ApoRed unter sein eigenes Video geschrieben, dass der Gewinner die Uhr bekommen hat und die anderen hätten auch ihre Gewinne erhalten. Aber bei 3 gab es Kommunikationsstruggles. Hä? Aber warum erzählt er dann in seinem Video das hier? Um euch nochmal so eine... Stabil. Nach 2 Tagen auf sein eigenes Kommentar. Ein Like. Oh, Digga. Ein Like. Ach du Scheiße. Klar ist das Video schon älter und so, ne? Das sieht niemand mehr und so, aber Bruder, muss los. Kommunikationsstruggles. Hä? Aber warum erzählt er dann in seinem Video das hier? Um euch nochmal in so eine kleine Rückhandstelle zu geben. Die waren alle zufrieden, haben ihre Gewinne bekommen. Was wollt ihr in Gottes Namen? Ja, dass du mal weniger lügst, das wäre schon mal ein Anfang. Und erzähle uns nichts von, ich hab nicht gelogen. Du hast 100 Nike Air, ich habe ein Like mehr. Sondern nur die Unwahrheit gesagt. Du hättest die Gewinner genauso wie ich fragen können, hast du aber nicht. Stattdessen hast du es als Fakt hingestellt, dass alle ihre Sachen bekommen haben und happy sind. Und was er in dem Kommentar schreibt, stimmt ja auch nicht mal, wenn es immer noch Leute gibt, die noch nichts erhalten haben und auch nicht nochmal kontaktiert wurden. Was das Ganze aber hier noch bescheuerter macht, ist, dass ApoRed dieses verkackte Gewinnspiel als perfektes Beispiel nimmt, warum man nicht auf Vorwürfe eingeht. Ich zeige euch jetzt, warum ich bewusst immer das meiste ignoriere. Okay? Das ist jetzt ein perfektes Beispiel. Junge, du ergibst keinen Sinn. Und zu der ganzen... Warum lügt Red so viel? Albus Dumbledore, also selbst, also wenn nicht mal Albus Dumbledore das weiß, Bruder, dann weiß es niemand. Sache kommt noch. Retalk, wir können es nur vermuten. Wahrscheinlich, weil er mal richtig viel Geld hatte, als der Hype real war. Und dann hat er sich in ein Image und ein Lügenkonstrukt verloren. Und der Hype ging weg und er wollte das Image aufrechterhalten, dass er halt krass ist und reich ist und 10 Wagen hat und 20 Immobilien und ganz viele Wohnungen mit Gardinen und mit Aufzug. Und ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es auch nur vermuten, Digga. Noch, dass er nach dem damals verkackten Controller-Gewinnspiel meinte, dass er nur noch mit seriösen Partnern zusammenarbeitet. Zukünftig werde ich das auch so machen, dass ich Gewinnspiele nur mit einem Partner mache, einem seriösen Partner. Und ich werde auch immer schon... Es ist ja auch nichts dabei zu sagen, hey, ich habe mich irgendwie verschätzt, ich habe Schulden, ne, oder meine Kohle ist weg, ich bleib aber am Start, hustle weiter. Die Community sagt ja da nicht, du Geringverdiener, dir gebe ich nichts mehr. Sondern es ist ja eher sogar andersrum. Ne? Warum sagt man nicht einfach ehrlich, was Sache ist? Beim Gewinnspiel festlegen, wann und wo und wie der Gewinner verlost wird. Dann aber ein Gewinnspiel mit Level Up Germany und dann noch mit Cardena gemacht hat, die beide nachgewiesenermaßen absolut unseriös sind. Aber gehen wir nochmal zu dem Controller-Gewinnspiel von 2020 zurück. ApoRed sagt neuerdings dazu Folgendes. Ich habe auch vergessen, jemanden einen Controller zu schicken. Ne? Ich habe mich auch dafür direkt auch entschuldigt, eine ganz klare Geschichte. Ne? Es wird auch immer behauptet, ApoRed sei ja uneinsichtig, der entschuldigt sich auch gar nichts und das stimmt ja gar nicht. Ne? Wenn ich einen Fehler mache, ist kein Problem, ich entschuldige mich sofort. Ich habe mich auch entschuldigt, dass ich vergessen habe, den Kollegen einen Controller zu schicken. Ne? Der hatte dann seinen Namen auf Instagram gewechselt, hab dann später herausgefunden, wie er dann heißt. Hab dann mit ihm geschrieben, hab gesagt, hey, es tut mir leid und so, ich schick dir das rüber und so. Ne? Und im Nachhinein hieß es dann, ja, von dir will ich keinen Controller annehmen, weil da muss ich ja meine Hände mit Salzsäure waschen. Ne? Also gehen wir wahrscheinlich davon aus, dass der Typ von mir dann so krass gebrainwashed ist, ne, dass er dann solche verrückten Aussagen dann tätigt. Ist auch... Ja, moin. Ziemlich eklig. Ne? Und da wurde mir jetzt nicht die Chance gegeben. Ne? So, oh, ey, ihr Mann, Red hat sich entschuldigt, es stand gerade. Nein, da hieß es einfach Red, ekliger Typ, Scammer. Da wird man einfach komplett dargestellt. Oh, ApoRed, das arme Opfer. Er muss die Geschichte falsch erzählen, damit man Mitleid mit ihm hat. Guckt euch den 3. und 4. Teil der ApoRed-Videoreihe an für mehr Details. ApoRed stellt die Sachen nämlich falsch dar. Grob gesagt war der Ablauf so, dass Luca in diesem Video hier als Gewinner gewählt wurde. Ab dem Zeitpunkt hat er dann mit ApoRed auf Insta geschrieben, bis Red ihn eben geghostet hat. 5 Monate später habe ich darauf hingewiesen, dass... Digga, so traurig, Digga. Dieses Red und dann so ein rotes Fragezeichen, weißes Fragezeichen, der Arme. ApoRed den Controller nicht zugesendet hat und Luca ignoriert. ApoRed hat dann kurz darauf 3 Videos hochgeladen, wo er bezüglich des Gewinnspiels sagt, dass jemand anderes schuld sei, dem er die auf... Einfach 3 Videos hochgeladen.
Aufgabe gegeben habe und dann nicht weiter verfolgt hat. Anstatt das dann aber selber in die Hand zu nehmen, meinte er, dass Luca sich bei ApoRed's Cutter Wainu melden soll. Obwohl ApoRed doch schon mit Luca im Dialog war. Und jetzt erzählt hier ApoRed, dass er es scheiße findet, dass man ihn nicht Ehrenmann nennt. Und da wurde mir jetzt nicht die Chance gegeben, ne, so, oh, ey, Ehrenmann, Red hat sich entschuldigt, es stand gerade, nein. Ja, du Ehrenmann, hättest auch mal erwähnen können, dass ich Luca am Ende den Controller, PS4 Pro und Lukas Lieblingsspiel gekauft habe. Luca scheißt auf deinen Controller. Und da kam auch der Salzsäurespruch ins Spiel. Ja, schon scheiße, wenn das Penthouse so riesig ist, dass du den Weg nicht nach draußen findest. Digga, was ist Mimi für eine korrekte Socke? Hey, ApoRed, Wahnsinn. Ich will den Controller gar nicht mehr haben, weil dann müsste ich meine Hände ja in Salzsäure waschen. Offensichtlich. Mimi hat das Herz am rechten Fleck. Nicht als Joke, in Anlehnung an ApoRed's gespielte Betroffenheit, als Carina im Privatjet. Jo, wahrscheinlich Privatjet. Ja, aus dem Familienbesitz wahrscheinlich. Offensichtlich als Joke, in Anlehnung an ApoRed's gespielte Betroffenheit, als Carina im Privatjet einen offensichtlichen Joke gemacht hat und ApoRed daraus Rassismus machen wollte. Du sagst ja noch hinterher und dann kommt er noch an und fängt an, meine Schulter zu massieren. Why? Ich muss mir die Schulter jetzt mit Salzsäure waschen. Ah, du hast es als Witz empfunden, ne? Du meinst ja, es ist ja ein Witz und haha, ganz ehrlich, was für ein Abschaum musst du mich halten, dass du sagst... Da steht ja auch noch, das endgültige Gerichtsurteil steht ja da aus, Chat. Das soll ja auch irgendwann Ende des Jahres mal fallen. Dann haben wir es auch schwarz auf weiß, weil die liebe Carina wird das ja wahrscheinlich dann auch wieder veröffentlichen. Spätestens dann haben wir ja schwarz auf weiß, dass es von einem Gericht durchgewunken wurde, dass das, was Carina da gesagt hat, der Wahrheit entsprochen hat. Das will ich nicht anfassen. Dann kann er ja auch nichts mehr sagen. Außer sagen, der Richter hat sich geirrt. Geirrt. Also, wenn du so gewaschen würdest, bin ich... Meine Zeugen waren spontan auf dem Mond. So ein Abschaum für dich? Bin ich so dreckig für dich? Das Thema mit der Schulter und das Thema hatten wir auch, ne? Dass ich dir angeblich eine Schulter angefasst habe und du es ja mit Salzsäure waschen musst, weil ich ja du der unterirdischste Schmutz auf dem Universum bin, anscheinend in deinen Augen. Ja, man kann natürlich darüber diskutieren, ob man so Sachen wie Salzsäure und so erwähnt, ne? Weil das grenzt schon meiner Meinung nach fast nach... Digga, damals Hype-Phase, man hatte vielleicht einen Ego-Push, man hatte... 100 Fangirls in den DMs, man hatte bisschen Höhenflug und hat vielleicht eine Schminkfrau angebaggert, weil man dachte, man kann bei jeder landen. Dann sagt man einfach, ey, ich war jung und dumm, tut mir leid, dass ich dich dumm angelabert habe, angegrapscht habe, würde ich heute nicht mehr machen. Und gut ist, Bruder, niemanden interessiert's, niemanden, niemanden, aber der Typ macht 50 Videos, lügt rum wie behindert, schwört auf Allah, ne? Da mache ich die Kiste mache ich jetzt nicht auf, aber an die türkischen bzw. gläubischen Zuschauer, was der Typ auf seinen Gott geschworen hat. Ich weiß nicht, ob wie Sünde das ist und so und ob der in die Hölle fährt oder direkt zum Erdkern, ist mir auch scheißegal, Digga, aber was der Typ rumgelogen hat, Bruder, sag doch einfach, wie es war und gut ist. Jeder Mensch macht mal einen Fehler. Wenn ich das damals gemacht hätte, heute würde ich es nicht mehr machen. Kannst du doch so sagen. Bruder, jeder von uns hat mal irgendwas gemacht, wo er sich 4, 5, 6 Jahre später denkt, Digga, was war ich für ein junger, dämlicher Keck? Würde ich heute nicht mehr machen. Hat doch jeder Verständnis für. Du hast die Alte ja nicht umgeboxt oder so, sondern hast dir die Schultern massiert. Auch wieder ein Meme. Das Meme ist schon wieder so alt, dass es schon wieder out of order ist. Ne? Digga, Schultern massiert. Ach, der Typ ist einfach nur, der ist einfach die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Ich kann das nicht mehr handeln. Das wirklich, langsam ist es ein freier Fall. Nur beim Zuschauen. Rassismus. Und was macht ApoRed jetzt? Heult deshalb wiederum. Ja, leck weg, Mann, du Hund. Das ganze Nano-Gaming-Controller-Gewinnspiel-Thema wird übrigens noch dümmer, dadurch, dass wir seit meinem letzten Video wissen, dass ApoRed ins gleiche Haus mit Nano-Gaming gezogen ist und es trotz dieser Konstellation nicht gebacken gekriegt hat, den Controller einfach zuzuschicken. Dann gesagt hat, dass er ab jetzt... Das liegt daran, Chat. Das liegt da... Oh mein Gott. Das liegt daran... Dass ApoReds Aufzug direkt hier oben, Chat, ne, das werdet ihr in dem Video von ihm nicht gesehen haben, aber sein Aufzug geht schräg, so, und hier oben ist ein versteckter Heli-Landeplatz, guck mal, so, sein Aufzug geht so, und deshalb verpasst er immer hier oben die Firma Nano Gaming, weil er immer mit seinem Privatjet, mit seinem Privathelikopter direkt oben vom Dach abgeholt wird, deshalb... So passiert das halt. Was soll ich euch sagen? Gekriegt hat, den Controller einfach zuzuschicken. Dann gesagt hat, dass er ab jetzt nur noch mit seriösen Firmen Stimmt, sorry, sein Zweiteli. Es tut mir leid. Zusammenarbeiten André, wird. Hast recht, sein Zweiteli. Dass ich Gewinnspiele nur mit einem Partner mache, einem seriösen Partner. Und was macht ApoRed, nachdem er mit Level Up und Cadena nochmal versagt hat? Macht noch ein Gewinnspiel mit Nano Gaming, die sich in Nano GX umgenannt haben. Okay, Freunde, der Allerechte hat für euch was ganz Süßes organisiert. Und zwar könnt ihr
eine PlayStation 5, drei Controller und ja, ein Headset gewinnen. Auf ganz süße Basis. Da müsst ihr einfach bei der nächsten Story das da mitmachen. Das Ganze in Kooperation mit Nano GX. Und diesmal noch unseriöser. Denn die Gewinner werden nicht öffentlich preisgegeben, sondern privat angeschrieben. Heißt, es ist unmöglich zu erfahren, ob überhaupt jemand gewonnen hat. Denn wenn sie... Da muss ich auch sagen, ist viel zu lange nichts passiert. Und ich glaube immer noch nicht wirklich was Nennenswertes passiert. Was ApoRed und Leon Mancher und zahlreiche andere Content-Creator, dessen Namen ich nicht mal kenne, da an Fake-Gewinnspielen oder unseriöse Gewinnspiele Schabernack getrieben haben und es ist eigentlich nie irgendwas passiert, das ist eigentlich auch eine Frechheit. Also da muss auch mal, da müssen die Daumenschrauben auch endlich mal angezogen werden. Das darf gar nicht, das darf nicht so bleiben. Sie einfach niemanden anschreiben, kann sich auch keiner beschweren, dass nichts angekommen ist. Der Kommentar stimmt. Scam. Gerade als Firma mit so einem Werbepartner und so einer Bewertung auf Trustpilot. Oha. 30 Bewertungen, mangelhaft. 1,9 Sterne. Hervorragend. 10%. Gut. 7%. Ungenügend. 83%. Ich hab sowas noch nie gesehen. Digga, schließ den Scheißladen. Alter, schließ den Scheißladen. What the fuck, Digga? Wie kommen denn überhaupt 1,9 Sterne zusammen? Bei 17%, 5 und 4 Sternen und 83% 1 Stern? Hä? Müssten das nicht irgendwie ein halber Stern sein oder so? Oder maximal einer? Wäre es doch das Mindeste zu versuchen, transparenter zu sein. Und auch ApoRed kann ruhig mal etwas transparenter über seine geschäftlichen Verbindungen reden. Mit dem folgenden Part will ich nichts beweisen, sondern Auffälligkeiten ansprechen. Das, was ich gleich aufliste, kann man mindestens unter die Kategorie WTF, was für ein seltsamer Zufall, einordnen. Just Nero, Herr Newstime und Atomic hatten damals jeweils ein Video gemacht. Digga, das Thumbnail. Digga, ich kann nicht mehr. Das Thumbnail. Scheiße, Digga, der Typ. Gemacht. Da ging es darum, kritischer Hase, lange schmale Nase. Dass ApoRed zugeschickte Klamotten von der Firma Deadstock hochgehypt hat und es nie als Werbung gekennzeichnet hat. Es war aber nicht nur ein ungekennzeichnetes Product Placement, sondern die Firma hat einfach fast ausschließlich ApoRed selber gehört. Im Impressum wurde aber ein anderer als Geschäftsführer eingetragen. Okay, soweit so gut. Das Impressum von Nano Gaming mit dieser URL sieht so aus. Wenn man in die URL aber statt Impressum Imprint schreibt, was einfach nur das englische Wort für Impressum ist, steht unter dieser URL plötzlich Deadstock als Impressum. Die Telefonnummer ist nahezu identisch. Das sieht bloß wie eine andere Durchwahl am Ende aus. ApoRed hat wie gesagt auch im gleichen Haus wie Nano Gaming gewohnt. Inwiefern ApoRed seinen schüchternen Pimmel mit Teppichgeschmack also auch irgendwann mal bei Nano Gaming drin hatte, weiß ich nicht. Aber es ist mindestens seltsam. Ich find's auch ein krasser Zufall, dass das aktuelle Deadstock Impressum Rotenbrückenweg 10 genau da ist, wo auch das Better Call Sweets Impressum ist, die drei Gewinne bei dem Level Up Germany Gewinnspiel beigesteuert haben. Die Firma Cadena hat zwar ihren Sitz in Düsseldorf, wenn man aber auf das Widerruf... Digga, Mimi einfach Edward Snowden, Formular Alter. ...klickt, wird man aufgefordert, die Sachen auch an die Anschrift zu senden, die auch Deadstock und Better Call Sweets hat. Wie gesagt, das muss jetzt noch nichts heißen, aber die Berührungspunkte sind zumindest interessant. Vielleicht Zufall oder vielleicht auch ein allerechter Kreiswegsverein. Man weiß es nicht. Was man aber weiß ist, dass kein Gewinner etwas bekommen hat, nach mittlerweile über einem Jahr und mehrfaches drauf aufmerksam machen. ApoRed meint jetzt, das sei die Schuld von Level Up Germany. Das steht natürlich im Widerspruch zu seinem Versprechen, dass er nur noch mit seriösen Firmen zusammenarbeitet. Aber ApoRed besteht darauf, dass er die Seriosität vorher gecheckt hat. Seine Seriositätskriterien bei Level Up Germany waren, dass es eine GmbH ist und dass sie zusammen essen waren. Ach übrigens, nicht wundern, den Clip hier habe ich nicht vorgespult. ApoRed kann einfach so schnell reden, weil sein Hirn nicht so viel Sauerstoff nutzt. Es kursiert ja das unlogische, dumme Gerücht, dass ihr beim Gewinnspiel jemanden gescammt habt. Ich habe zuvor gesagt, dass wir Gewinnspiel nur mit seriösen Firmen arbeiten will. Das heißt, wenn jetzt so ein Horst von der Ecke kommt und sagt, ey, lass mal ein Gewinnspiel machen mit 5 Bierdosen. Klar, da strahlt ja keine Seriosität aus, okay? Jetzt wird aber als Beispiel genommen für den angeblichen Scam das Gewinnspiel. Digga, die View! Mit der Firma Level Up Germany. Und dieser Textbeat. Okay, der Kontakt kam durch einen Freund, der selber geschafft hat. Das Level Up Germany ist eine... Boah, ich brauche nochmal die View von gerade. Da strahlt ja keine Seriosität aus, okay? Jetzt wird... Digga, die View! Ich habe aber als Beispiel genommen für... Ich bin der angeblichen Digga! Das Gewinnspiel mit der Firma Level Up Germany. Der Typ! Okay, der Kontakt kam durch einen Freund, der selber Geschäftsmann ist. Level Up Germany ist eine GmbH. Und die leere Wand! Ohne Gott!
ich erstmal gesehen. Okay, das heißt, eine Gesellschaft, waren auch mehrere Leute drin und die haben 25.000 Euro, ne, erstmal als Stammkapital eingetragen und das der minimalistische Boss. Das ist notariell beglaubigt, ne? Deswegen auch eine GmbH. Das heißt, das klingt erstmal sehr seriös. Okay, der ganze Kontakt war nicht nur über WhatsApp und E-Mail oder was auch immer, sondern wir hatten auch ein Geschäftsessen gehabt, okay? Da fragt man sich, warum das für die anderen Firmen kein Kriterium war. Denn Nano Gaming und Cadena sind Einzelunternehmen. So ein Gewerbe kann... Red, wenn du ein paar Displays brauchst, ne? Damit deine Wände nicht mehr so nackt sind, melde dich auf Instagram, ne? Die kommen auch an. Dafür sorge ich. Nicht wie die Gewinnspiele gewinne, ne? Grüße gehen raus. Kann man für 26 Euro anmelden. Nano Gaming ist nicht mal notariell. Retor, ich glaube, Display wird nicht mal welche schicken, Digga. Die würden sagen, muss los, Spätzle mit los. Glaube ich. ApoRed hat sich bei Level Up Germany im Nachhinein irgendwelche Pseudopunkte herangezogen. In Wahrheit hat er aber einfach nur die Kohle mitnehmen wollen. Der Typ ist viel zu faul, um irgendwas zu prüfen. Das ist doch offensichtlich. Ach, und falls es jemand noch nicht selber gepeilt hat, will ich kurz festhalten, dass es hier nicht um die Gaming-Booster-Firma Level Up geht, die sich auf Instagram... Aha, wichtig, wichtig, wichtig. Danke, Mimi. Level Up Deutschland nennen, sondern eine andere Firma, die sich auf Insta Level Up Germany nennt und vor der ApoRed-Kooperation nicht mal Follower hatte. Auf deren Webseite... Da habe ich aber jetzt mal eine doofe Frage, Chat. Was bringt dieses Gewinnspiel dem Instagram-Account dann, Level Up Germany, ne? Was bringt denen überhaupt die Reichweite dann? Verkaufen die Accounts dann oder was bringt das? Ja klar, Reichweite, aber was bringt dir die Reichweite, wenn jeder dir nur folgt wegen einem Gewinnspiel? Das ist doch keine gute Reichweite, oder? Die mittlerweile down ist, gab es nie ein Impressum, sondern nur ein Kontaktfeld, worauf sie bei mir zumindest nie reagiert hatten. Und ich hatte denen geschrieben, bevor ich das mit dem Gewinnspiel alles überhaupt öffentlich gemacht habe. Also wie man sehen kann, durch und durch äußerst seriös. Aber es geht crazy, noch weiter. Wenn man guckt, wer die Geschäftsführer von Level Up Germany sind, taucht da unter anderem Vural Saritas auf. Digga, what? Den kenne ich doch irgendwo. Den habe ich schon in Payback 28 behandelt. Der war damals schon für seine fragwürdigen Geschäftspraktiken bekannt und abgesehen davon bei der Gangtour SD-Kartensache dabei. Vural Saritas ist auch Geschäftsführer von Better Call Sweets, die wie schon erwähnt 3 Gewinne beim Level-Up-Gewinnspiel platziert haben, die übrigens ebenso nie eingelöst wurden, auch nicht von Better Call Sweets selber. In welchem Verhältnis steht ApoRed eigentlich zu Vural Saritas, abgesehen davon, dass sie sich weiterhin auf Instagram folgen? Ich bin by the way mit meinem Kollegen Vural hier, nicht das denkt, ich trinke allein meinen Kaffee. Was geht ab, Leute? Genau, Vural ist ein guter Freund von mir, ich kenne ihn mega lange. Er managt aktuell auch so ein bisschen meine Musik. Das heißt, wenn Baba Songs kommen, bedankt euch auch bei ihm, ne? Das heißt, dass bei Level Up war nicht... Zwielichtige Gestalten. ...irgendeine fremde Scammer-Firma für ApoRed, sondern er war mindestens mit einem der Geschäftsführer schon... Aha, Better Call Sweets. Auch einer der Gründe, Chat, ne? Ihr wisst ja, ich mache mir immer sehr viele Gedanken über Partnerschaften. Auch an die Jungs und Mädels auf YouTube. Es gab eine Zeit, da haben wirklich sehr krass viele Süßigkeiten-Webseiten angefragt für eine Partnerschaft. Das waren auch noch die Zeiten vorm Sport. Da wäre ich auch nicht abgeneigt gewesen. Und eine Seite hat mir dann auch mal so einen, so ein Testpaket zugeschickt. Das war auch 1A. Das war sehr geil, sehr lecker. Der war ein ehemaliger Fan, der sich selber was aufgebaut hat. Also super sympathisches Kerlchen. Auch die Summe wäre sehr attraktiv gewesen, aber im großen Stil den Zuschauern Süßigkeiten verkaufen. Ne, für die Kinder, das gehört irgendwie dazu, aber als Erwachsener sich regelmäßig Süßigkeiten reinknallen, das ist wohl einfach nicht mehr die Zeit. Und ich möchte nicht daran Geld verdienen, dass ich Zuschauer, die wahrscheinlich sowieso schon nicht so auf ihren Zuckerkonsum achten, ne, 2 Red Bulls hier, ein Monster da, und weiß der Geier noch, und dann knallen die sich noch von irgendeinem Partner von mir nochmal die extra Dröhnung Zucker rein. Da fühle ich mich, so geil der Partner eigentlich wäre, weil immer free Süßigkeiten, da fühle ich mich irgendwie nicht gut bei. Und dann habe ich wesentlich später darauf erfahren, dass das auch so ein Markt ist, der wie Unkraut aus dem Boden sprießt, weil die Leute kaufen das in großen Mengen billig bei Zwischenhändlern, bei den Amis ein, und verkauft das dann in Deutschland für den dreifachen Preis. Und irgendwie denken die Deutschen, oh, das ist so voll das seltene Ami-Zeug, das gibt's in Deutschland gar nicht. Ja, natürlich nicht, aber du könntest es rein theoretisch in etwas größeren Mengen auch bei den Amis einfach bestellen. Und die kaufen das dann, die Deutschen. Ne, ich nenne jetzt hier irgendwie gar keine Namen und so, aber auch einige Leute sind ja auch mit diesen Webseiten gepartnert. Die machen eigentlich nichts anderes als, wie heißt denn diese Scheiße, die es auch bei Amazon gibt? Also hier,
dieses Blablabla-Shipping mit halt Süßigkeiten. Und dann nehmen die das 3-, 4-, 5-fache an Preis. Also tun sich, ja, Dropshipping, genau. Also tun sich Leute da auch wieder ordentlich die Taschen vollstecken mit Süßigkeiten, die dann den nichtsahnenden deutschen Zuschauern irgendwie aufgeschwatzt werden. Oh, guck mal, voll die seltenen amerikanischen Süßigkeiten. Bruder, wenn ich Süßigkeiten will, dann nehme ich, halt auch die deutschen Süßigkeiten, ne? Auch wieder ein ganz komischer Graumarkt, ne? Da gibt's auch den ein oder anderen zwielichtigen Kollege Schnürschuh, der da auch tief drin ist in der Olga. Und Gott sei Dank wieder an meinen Vergangenheitscarsten. Kuss, Digga, du bist einfach der Beste. Einfach auch wieder davon ferngehalten. Einfach wie vor stinkenden Leuten in der Bahn. Einfach Abstand gehalten. Gott sei Dank vertraue ich da einfach auf mein Bauchgefühl. Wenn es sich nicht 100% gut anfühlt, dann nehme ich die Beine in die Hand und mache den Pepo-Run. Gut. Nach meinem Video offline gegangen. Level Up Germany hat die Kommentare bei dem ApoRed-Post auf Instagram ausgestellt, geschrieben, dass das Gewinnspiel beendet ist. Ich habe gerade fast so schnell geredet wie ApoRed. Ne? Und bei den Story-Highlights wurden die Stories über die Gewinner gelöscht. Und ich frage mich, wo sind denn die Gewinne hin? Hier steht ApoRed auf dem Jacques-Parkplatz in Barmbek und hier hat ApoRed die Gewinne bei sich zu Hause in Jenfeld. Guck mal Leute, was ich hier in meinem Wohnzimmer gesehen habe. Mimi und Google Maps immer so, Chat. Die gehen Hand in Hand, die beiden. Das ist ja alles für euch, Leute, ne? Ganz entspannt. Ist von einem dicken Gewinnspiel, Freunde, was ich gerade habe hier mit Level Up Germany. Ihr müsst einfach nur meinen neuesten Post abchecken, okay? Ist mega einfach, das hier zu catchen. Steht alles unter meinem Post, okay? Könnt ihr einfach schnell weiter durchlesen. Wie gesagt, ist ganz easy. Gibt's mega viele coole Sachen zu gewinnen. Na, ihr seht es ja gerade. Ja, checkt auf jeden Fall ab, Freunde. Ganz, 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 ganz wichtig. Was ist danach passiert? Wo sind die Gewinne hin? Scheinbar gab's die Sachen ja. Und was ist mit den 25.000 Euro Kapital bei der GmbH? Warum könnt ihr nicht damit das einlösen, was ihr versprochen habt? Ihr labert was von sei ein Teil der Coolsten. Warum könnt ihr nicht... Emre, Kokak, Furkan, Aydün, Fulral, Saritas. Lass mal jetzt auch mal ganz geschmeidig im Raum stehen. Diese drei Firmengründernamen, ne? Damit das einlösen, was ihr versprochen habt. Ihr labert was von sei ein Teil der coolsten Community Deutschlands und das erste, was ihr macht, ist diese Community zu verarschen. Und dann lügt ihr auch noch. Die coolste Community hab ich nämlich. Und wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, ihr Scheißversager. Aber es gab ja nicht nur Gewinnspiele. Alter, Mimi, pass mal auf, Bruder, die kommen und stechen dich ab. Wo Leute nichts bekommen haben. Obwohl, haben sie ja schon versucht. Und ich habe auch Leute abgezogen, wo ich meine privaten Sachen verkauft habe. Digga, ich habe irgendwie 500 Sachen von mir verkauft, ne? Also jetzt von meinem Personal Stuff, ne? Ja, und 500 Sachen müssen da... Warum hat er eigentlich so viel Sachen verkauft, Chat? Langsam schließt sich der Kreis. Warum hat er denn so viel verkauft? 500 Sachen? Das muss ja ein ganz schöner Aufwand gewesen sein. Ja, ne, Sutschke. Und dann auch verschickt Sass. Werden oder Geld zurück. Über Kleiderkreisel, über eBay Kleinanzeigen, ne? Meine Accounts haben 4,9 Sterne von 5 gefühlt, ne? Also kann ich mal hier kurz einblenden. Wahrscheinlich bin ich jetzt hier irgendwo auf Scammer unterwegs. Also ich wurde schon 100 Mal gefühlt gescammt. Aber dass man wieder versucht, ja, hier Red, hier, du bist da ein Scammer, etc. Erstens blendest du hier auch Bewertungen ein, wo du selber offensichtlich Käufer warst und nicht nur Verkäufer. Und zweitens, wenn sich 10 Leute... Erstmal was kaufen bei Amazon und dann 5-Sterne-Bewertung geben und dann sich selber bewerten. Jeweils ein Eis kaufen. Und einer hat keins bekommen. Dann gibst du dem entweder noch das Eis... Oder er kriegt sein Geld zurück. Da kannst du nicht sagen, hä, die 9 Leute fanden das Eis aber geil. Den einen hast du dann doch trotzdem abgezogen. Und in deinem... Bruder, als ob er das irgendwie einem 5-Jährigen erklärt. In einem Fall hast du ihn ja wirklich abgezogen. Wenn du was aus dem Supermarkt mitnimmst, dann musst du dafür bezahlen. Auch wenn du es ganz doll haben willst, die Schokobonbons. Das kostet Geld, Kollege Schnürschuh. Das musst du bezahlen oder zurücklegen. Denn er... Und das ist auch nicht im Laden essen. Hat dir mehrfach E-Mails geschrieben, ich habe darauf hingewiesen und dann sagst du das hier. Ganz ehrlich, das ist einfach nur dumm. Ich habe es nie nötig gehabt, da irgendjemanden zu scammen wegen 100 Euro oder sonst was. Das würde ich aber nicht machen, wenn mal irgendwo ein Fehler... Quelle, vertrau mir, Bruder. ...laufen ist, dann war es auch nie absichtlich, okay? Ich sehe mich auch wirklich jetzt nicht irgendwie in einer Rechtfertigung, dass ich jetzt irgendwo ein Scammer bin oder sonst was. Es ist so dumm und es ist so lost, Freunde. Wenn du es vergessen hast und jetzt immer noch das Geld nicht zurückgibst,
dann bist du ein Betrüger. Du kannst die E-Mails einsehen. Du hast seine Bankverbindung. Du wurdest öffentlich darauf hingewiesen. Kannst jetzt nicht mehr sagen, dass du davon nichts weißt. Und entscheidest dich trotzdem dagegen, irgendwas auszubessern. Was bist du denn jetzt sonst, wenn du kein Betrüger bist? Und apropos Geld. ApoRed behauptet nach wie vor, dass er nirgends vor Gericht verloren hätte. Mimi hat behauptet, ich habe... Aber... passiert da nicht irgendwas, Chat, wenn die Leute einfach zur Polizei gehen und sagen, zur Polizei gehen und sagen, da wurde ich abgezogen? Wird das nicht dann, wenn, keine Ahnung, 4, 5, 10 Leute das machen, wird das nicht gesammelt? Das dauert immer ewig in Deutschland, das wird doch gesammelt und dann passiert doch da was. Warum passiert da nichts? Oder ist das einfach, weil die Firmen immer dicht machen? Bruder, ich blick nicht mehr durch. Warum kommen die damit immer durch so? Habe vor Gericht verloren, was ja bis dato gar nicht der Fall ist. Ja, ist betrug. Ich habe bis dato, bis heute, wo ihr gerade hier seht, noch nirgendwo von irgendeiner Schrittperson die Scheiße über mich behauptet, vor Gericht verloren. Bis heute. Das ist wieder eine Lüge. Er hat bis jetzt alle zivilrechtlichen Klagen vor dem Landgericht Köln verloren. Die Sachen hatte ich auch schon eingeblendet und man findet es auch in zensierter Form bei OpenJur. Das ist eine Rechtsprechungsdatenbank, Link in der Beschreibung. Stand jetzt steht nur noch ein zusätzliches Urteil aus, was wir wahrscheinlich im September erst haben. Alles andere ist Fakt. Durch. Wenn er nirgends verloren hätte, warum wurde er dann auf 2000 Euro Ordnungsgeld verklagt? Ich habe auch schon gezeigt, dass er beantragt hat, das in Raten zu zahlen. Was bei 2000 Euro schon etwas merkwürdig ist als absoluter Rich Guy. Und jetzt kommt das Krasse. Er hat es nicht mal geschafft, in Raten zu zahlen. Er hat keinen Cent bezahlt und bei Gericht bis heute ein... Da ist der Vollstrecker in den freien Fall, ne, gegangen. Da stand er in der Wohnung ohne Gardinen, Bruder. Da war nix, das ist ja wirklich, jetzt mal Butter bei die Fische, wie der liebe Tim Gabel, ich bin's Tim, sagen würde. Chat, das nimmt hier Ausmaße an. Ich kann mich gar nicht mehr drüber lustig machen. Da kommt ein Vollstrecker, der ein Ordnungsgeld eintreiben will und der Typ ist nicht da, wo er sich gemeldet hat. Das ist ja wirklich, da steckt ja dann schon wirklich kriminelle Energie dahinter. Nämlich Adressenverschleierung. Vor den Schuldnern flüchten. Das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Die schreiben die anderen Beteiligten aus dem Gerichtsverfahren an, ob die wissen... wo er gemeldet ist, das ist ja wirklich... Eine veraltete Wohnadresse angegeben, wo man ihn nicht auffinden kann. ApoRed versteckt sich derzeit und drückt sich vorm Gerichtsvollzieher. Das ging sogar schon so weit, dass das Gericht uns quasi schon gefragt hat, ob wir wissen, wo er zu finden ist. Denn auch beim Einwohnermeldeamt ist nur eine veraltete Adresse hinterlegt. ApoRed versteckt sich in dieser Bude hier, zieht den ganzen Prozess nur künstlich in die Länge und verursacht damit neue Kosten für den Staat. ApoRed ist asozial. Aber natürlich... Schwierig, da ein Gegenargument zu finden. Muss er auch mit seinem Raufaser-Tapetenversteck flexen. Für heute eine ganz... Irgendwann kriegt er doch dann auch einen Haftbefehl, oder, Chat? Das ist ja irgendwann... Das Geld verfliegt ja nicht. Gerade wenn das Geld dem Staat gezahlt werden muss, ne? Die 2500 Eugen, die wird er abdrücken. Und wenn es das Letzte ist vom Finanzamt. Beziehungsweise geht es ja nicht ans Finanzamt, sondern ans Gericht, ne? Knackige Wohnungstour. Ich habe auch hier vieles in die Mitte platziert, weil jetzt die Tage der ein oder andere Mal in der Hase kommt. Die Wandfarbe wird verändert. Ersatzfreiheitsstrafe. Imagine, der muss dafür rein. Chat, imagine, der muss dafür rein, weil er das nicht bezahlen kann. Oje, oje. Oje, 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 oje. Von Weiß auf Altweißräume. Ja, Freunde, wir haben ja auf jeden Fall ein Wohnzimmer, stabile Fenster erstmal, ohne Gardinen, muss man natürlich dazu auch erwähnen. Und dann haben wir die Terrasse. Die Terrasse ist todesheftig. Ich kann jetzt nicht viel zeigen, weil ich habe keinen Bock, dass man jetzt irgendwie liegt, wo der Hase sich gesneakt hat. Es ist auf jeden Fall eine stabile, durchgehende Terrasse. Da ist auch noch ein Fenster, das so rüber zur Küche geht. Also da, wo ich herkomme, nennt man deine todesheftige Terrasse Balkon. Geh mal rüber zur Küche, Freunde, und da... Falle nackter Beton, Bruder. Leg halt mal einen Teppich rein oder das so. Das ist das Einzige, wo ich sage, was mich so ein bisschen stört. Sonst finde ich die Wohnung perfekt. In jeder Hinsicht. Schnitt, Größe, Lage sowieso. Freunde, Lage ist für mich die beste in Hamburg. Deswegen habe ich mich auch für diese Wohnung entschieden. Diese Wand, Freunde. Ich hatte mir gedacht, komm, ich schnippel da also vielleicht ein bisschen hier herum, so ein bisschen Rauhi. Und kann da vielleicht noch so eine Kochinsel hinzusneaken. Ja, erst die Wand streichen und dann die... Digga, dem sein Sprachschatz. Ich weiß, Chat, wir haben auch viel Slang. Ich lieb das auch auf Twitch. Aber ich sag es euch, wie es ist, dem sein Sprachschatz triggert mich mittlerweile aus der zugefrorenen Hölle. Da werd ich wirklich zum Hirsch, ich sag es euch.
die Wand einreißen, das ist die richtige Reihenfolge. Schön groß, ne? Schön breit auch. Es ist perfekt geschnitten für mich, ne? Das heißt bei mir das süße Wohnzimmer, die Küche und eine stabile Flur. Schön breit, schön groß. Noch schmaler kann der Flur durch die... Sprachschatz, Wortschatz, ihr wisst, was ich meine. Die Wohnungstür zwar gar nicht sein. Slang halt, sein Slang. Aber vielleicht kannst du den ja noch breit bauen für 120.000 Euro und 600 PS. Und jetzt haben wir das Schlafzimmer. Und ich sage, das Schlafzimmer top. Ich kann natürlich nicht viel zeigen, weil Fenster und man kann liegen, Adresse, bla bla. Schön geil geschnitten. Ich mag das, dass es hier so... Mach doch die Fenster zu und mach das Licht im Raum an, hä? Schmal ist, es hat so leichte Hotelroom-Vibes, ne? Ja, schon, hat bis in 2016er Gangtour-Hotelzimmer-Vibes, wo man mal vergessen kann, dass man Berührungsängste bei fremden Frauen hat. Ja, ist schon ein ganz nicer Vibe. Es ist ein schöner Raum, super geschnitten. Ja, also wir haben hier fast 5 Meter Breite und Länge auch top, Höhe auch fresh, ne? Egal ob flach... Hä? Digga, was macht der eigentlich für eine Roomtour, Bruder? Was ist denn das da für ein Krebsgestell? Fast 5 Meter Breite... Kröchtergestell, wollte ich sagen. Was... Digga, was zeigt der da? Wirklich, ist der Typ doof? Was ist das? Länge auch top, Höhe auch fresh, ne? Egal ob flache Decken oder bisschen höhere Decken. Riecht nice, auch relativ hoch. Mega nice, ne? Für ApoRed ist die Deckenhöhe immer perfekt. Wenn ApoRed in einem Altbau mit richtig hohen Decken wohnen würde, wäre die Deckenhöhe auch richtig fresh und mega nice. Das gleiche würde der doch auch in der Hundehütte sagen. Für mich hier ist auch neu, muss natürlich auch schwarz sein. Am liebsten schwarz matt, muss ich zugeben. Aber finde ich nicht so schlimm. Und das Geile an dieser Kaffeemaschine ist, du kannst 2 Latte Macchiates gleichzeitig machen. Dicker, was? Also mega nice. Bruder, tu die Miele, Kaffeemaschine mal lieber als Anzahlung geben. Krass, 2 Latte Macchiates gleichzeitig machen? Das ist zwar komplett Standard bei Vollautomat-Kaffeemaschinen, aber weil es ApoReds Kaffeemaschine ist, ist es ein geisteskrankes Premium-Feature. ApoRed würde auch bei einem Fahrrad hervorheben, dass seins sogar eine Klingel hat. Digga, was? Und man kann sogar bremsen. Also mega nice, ne? Mimi! Entspann dich doch mal, Bruder! Er ist doch schon unter der Erde, du musst nicht noch drauf treten. Personalisierknacks und diese leicht perfektionistische Ader in einigen Geschichten, auch in der Einrichtung jetzt. Generell habe ich so ein bisschen diesen Knacks, also ein kleiner Fun-Fact: fast alle meine Jeans und fast alle. Ich bin mir auch sicher, Chat, aber jetzt bin ich gespannt, ob ihr glaubt, dass ich da auf der richtigen Fährte bin. Ich glaube, die Kaffeemaschine hat oben auch noch so eine Art Schalenablage für die Schlüssel vom 5. und 6. Wagen. Weil den Schlüssel vom 1., 2., 3. und 4. Wagen, die passen noch in die Tasche, Mimasche. Aber vom 5. und 6. Wagen, die liegen da oben. Damit er immer weiß, wo die liegen. Versteht ihr das? Bruder, ich glaube, haben wir in Deutschland ein größeres Meme? Haben wir in Deutschland ein größeres Meme als den Bre? Glaub nicht. Jacken sind maßgeschneidert, ne? Genau, fast alle Markenjacken hier wurden für den allerechten ApoRed extra in einer Maßschneiderei gefertigt. Junge, du hast höchstens mal eine Hose im Zara kürzen lassen. Extra in einer Maßschneiderei gefertigt. Junge, du hast höchstens mal eine Hose im Zara kürzen lassen. Guck mal hier. Direkten Zugang zur Terrasse. Die Terrasse ist wirklich optimal schön. Könnte Red jetzt auch wieder, falls er hat, Quittungen, Rechnungen zeigen von den Maßanschneiderungen, ne? Also, ich glaube, das kostet ja ein bisschen was. Und da kriegt man ja eine Quittung oder eine Rechnung, ne? Könnte man ja auch wieder zeigen, wenn es stimmen würde mit den Maßanschneiderungen. Maßanfertigungen. Groß, also generell die Wohnung ist sehr schön, ist sehr groß. Wir haben fast 100 Quadratmeter und ich bin sehr zufrieden. Ja, ich würde da wahrscheinlich insgesamt locker einen Fuffi reinstecken müssen, damit der Hase so richtig optimal ist. Aber da ist noch ein Fuffi. Alle neuen Elektrogeräte, da sind auch, keine Ahnung, Diele dabei, ne? Boden würde ich lassen, den findet den Boden todesfresh. Aber da sind viele Sachen dabei, ne? Wie indirekte Beleuchtung und die komplette Einrichtung, alles halt, ne? Jetzt mal kurz Real Talk. Wie wär's denn mal, wenn du diese 50.000 Euro erstmal nutzt, um deine Schulden bei den ganzen Leuten zu bezahlen? Das wäre doch eigentlich viel angebrachter, findest du nicht? Aber leider kann man ApoRed nicht catchen. Es weiß weder das Einwohnermeldeamt noch das Gericht, wo er ist. Und nein, es ist nicht die Adresse, die er bei der Bank oder bei den Insolvenzleuten angegeben hat. Da hat er nämlich noch nie gewohnt. Aber wer könnte denn jetzt noch die Adresse wissen, wenn weder das Gericht noch das Einwohnermeldeamt... Aber ist das nicht auch wieder eine Straftat, Chat? Falsche Angaben machen bei so einer Rechtssache? Das kann doch nicht mehr lange gut gehen. Da muss doch jetzt mal irgendwann was passieren. Und am Meldeamt, die Bank oder die Insi-Leute die Adresse wissen. Ja, dreimal dürft ihr raten. Ja, meine Festplatte natürlich.
Ich werde die aktuelle Adresse selbstverständlich nicht leaken, genauso wie ich nicht leaken werde, in welcher Garage der Range Rover gerade steht. Ich kann aber so viel garantieren, dass es nicht ApoRats Garage ist und auch noch nie war. Und zu ApoRats jetziger Wohnung will ich euch auch ein paar Sachen sagen. Erstmal vorweg, die Wohnung ist natürlich nicht von Red gekauft. Die einzige Immobilie, die er je besessen hat, war ja eigentlich nur sein Kartenhaus, was er selber gebaut hat. Also wir haben es hier mit einer normalen Mietwohnung zu tun. Die Wohnung ist jetzt aber nicht so eine überfreshe Wohnung, die er sich gesneakt oder gesaved hat, sondern er... Wo ist die ganze Kohle hin, Chat? Wo ist die ganze Kohle hin? Selbst wenn du das Geld in Uhren gehauen hast oder in ganz viele Markenklamotten, das ist ja trotzdem was wert. Du kannst die Sachen ja noch, wenn sie in einigermaßen gutem Zustand sind, immer noch zu Geld machen. Meistens sogar mehr Geld, wenn du es alles ein paar Jahre gehabt hast, als davor. Wo ist die Kohle hin, Digga? Jetzt mal ohne Scheiß-Chat. Wo ist die Kohle-Mimole? Er hatte gar keine Wahl, denn das, was er hat, ist eine Sozialwohnung, die zugeordnet wurde. Das lief über den sogenannten ersten Förderweg in Hamburg. Und ist für Leute mit einem niedrigen Einkommen vorgesehen, wo man mit einem Wohnberechtigungsschein wartet, bis eine Wohnung bereitgestellt wird. Es ist auch schon... Ich kann nicht mehr. Schon wieder sehr frech, dass er behauptet, dass sich die Wohnung die wenigsten von uns leisten könnten. Ich habe halt selber jetzt demnächst eine Wohnung abgesaved. Das ist demnächst eine frische Neubau-Vier-Zimmer-Wohnung, okay? Mitten in der Innenstadt von Hamburg. Das könnte ich die meisten voll Spackos gar nicht leisten, die jetzt so dumme Sachen schreiben oder so dumm reagieren. Ist halt einfach Real Talk. Während die Voraussetzung... Ich kann mich nicht mehr lustig machen. An dem zieht das Leben vorbei, Chat. An dem zieht das Leben vorbei. Einfach vorbei. Einfach. Bin fast. Für die Wohnung ein niedriges Einkommen ist. Der Quadratmeterpreis bei so einer Sozialwohnung darf nicht über 6,90 Euro liegen. Wenn die Wohnung knapp 100 Quadratmeter ist, wie er behauptet, dann kostet die unter 700 Euro. Und das Witzige ist, dass ihm, wenn er alleine wäre, nur 50 Quadratmeter zustehen. Heißt, damit ihm so eine große Sozialwohnung überhaupt zusteht, muss er sich die Wohnung noch mit mindestens drei anderen teilen. Der wohnt da nicht alleine, der tut aber so. Hoffentlich paar Zuschauer von ihm. Also was für eine ekelhafte Aussage ist das bitte in seiner erstmal Real-Life-Stream-Snipe werden. Position zu sagen, dass die meisten von uns sich das nicht leisten könnten. Und versteht mich nicht falsch, ich habe selber schon in richtigen Löchern gewohnt und war auch damals Containern, um Geld für einen PC zu sparen, um besser Videos produzieren zu können. Ich habe Obst und Gemüse aus Müllcontainern von Supermärkten gefressen, aber ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, eine komplett gegenteilige Fassade aufzubauen und andere damit zu fronten, dass sie neidisch auf meinen Lifestyle sind, welchen ich überhaupt gar nicht habe. Das ist mit das Peinlichste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Und das macht ApoRed ohne rot zu werden. Und am laufenden Band. Stark von Mimi, dass er hier so tief, in seine Vergangenheit geht, ne? Hätte er gar nicht müssen. Crazy. Und genau der Typ versucht mich dann ganze Zeit als Psycho darzustellen. Von wo kommt denn diese ganze Scheiße? Von wem kommt denn diese dumme Scheißenergie? Wer ist denn diese Mainströmung von der ganzen Scheiße? Mr. Psycho-Knackse, wahrscheinlich himself, Mimi. Kümmert euch doch lieber um ihn, wenn ihr so möchte, ein Hobbypsychologen seid, okay? Und plötzlich hat er was Krasses gegen mich in der Hand, was meine gesamte Glaubwürdigkeit bröckeln lässt. Und jetzt, wenn wir beim Thema Beweisen und richtigen Lügen sind, und auch bei Mimi, okay? Lass doch mal nur kurz aufleuchten. Wie vertrauenswürdig ist dieser Kollege überhaupt? Was ist denn einer seiner bekanntesten Stories auf ganz YouTube in seiner gesamten Laufbahn, die SD-Kartengeschichte, okay? Okay, was auch immer die SD-Karte mit ApoRats Versager-Dasein zu tun hat, erschließt sich mir nicht ganz, aber ich gehe trotzdem mal im Schnelldurchlauf auf seine Punkte ein. Oh, ApoRats sagt, dass ich lüge, weil mein Bildschirm nicht aufgeklappt war, obwohl das überhaupt nichts an irgendwas ändert. Weil ich hatte meine Lekria mit ausgeklapptem Bildschirm draußen und hatte den gefilmt und der hat mich währenddessen mit seinem Handy gefilmt. Ja, lustigerweise hat dann Leon die Aufnahme geleakt, wie es dann wirklich aussah. Alles klar, Digga. Ich hatte meine Lekria mit ausgeklapptem Bildschirm draußen. Dein süßer Kollege KuchenTV sagt, du hast gelogen. Wie gesagt, es ändert nichts. Schaut dazu mein Payback 14, da bin ich schon auf den Punkt eingegangen. Und übrigens, KuchenTV hat gar nicht gesagt, dass ich beim Bildschirm gelogen habe. Deswegen konnte ApoRed diese angebliche Kuchenaussage auch gar nicht einblenden. Also lügt hier gerade ApoRed eigentlich. Aber gut, das ist jetzt auch nichts Neues. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe nicht am Anfang gesagt, dass wir das beide filmen, sondern mittendrin. Obwohl das auch überhaupt nichts an irgendwas ändert, weil Leon und ich sowieso beide in dem Moment schon gefilmt haben. Ja,
geil ist auch deine Lüge zu dem, was du angeblich direkt am Anfang gesagt hast. Gegenseitig die Kameras aufeinander gerichtet und dann meinte ich zu ihm, okay, lass uns das beide hier, den folgenden Dialog komplett filmen, sodass sich das keiner irgendwie zurechtschneiden kann. Dass du meintest, ey, lass den Dialog hier komplett filmen, sodass hier keiner was schneiden kann, das hast du erst ganz, ganz spät gesagt. Das sieht man doch hier bei den YouTube-Videos, das hast du nicht so am Anfang gesagt. Also was laberst du hier für einen Müll? Aufnehmen, willst du es oder willst du? Ja, ich will, wir diskutieren das vor der Kamera aus. Okay. Wie gesagt, es ist scheißegal, wann ich das gesagt habe. Es ändert einfach nichts. Und selbst wenn es irgendwas ändern würde, könnte ich auch wie ApoRed argumentieren, dass ich doch gar nicht gelogen habe, sondern nur die Unwahrheit gesagt. Bruder, was schreibst du hier? Mimi so komisch, fühl dir nicht. Schreiende Menschen sind unseriös. Dass der eine Stimme noch hat, so wie der schreit. Digga, eine Stunde Timeout, damit du deine Kopfhörer einstellen kannst. Der Typ schreit nicht, der redet. Habe. Und außerdem soll man mich nicht so wirklich nehmen. Vielleicht meine ich ja was anderes. Und wenn ich so argumentieren würde, wäre der Unterschied zu ApoRed trotzdem immer noch, dass er sich durch seine Unwahrheiten immer Vorteile und Alibis verschaffen wollte. Im Gegensatz zu den SD-Kartenpunkten bei mir, die komplett belanglos sind, was Vorteile verschaffen angeht. Erklär uns mal, warum hast du da gelogen? War das einmalig? Ist es ein generelles Verhaltensmuster, dass du bei solch wichtigen Sachen lügst? Ja, gute Frage. Warum könnte ich da gelogen haben? Mir fällt da nichts ein. Erklär du mir doch, was ich davon hätte. Du kennst dich doch darin viel besser aus als ich, du Frevel. So, jetzt kommen wir noch zu ApoReds dritten Punkt. Er sagt, ich hätte diesen Clip als Videobeweis genommen, dass ich nicht undercover gefilmt habe. Dabei ist die Aufnahme des Clips erst gemacht worden, als Leon wusste, dass ich filme. Das Ding ist, ich habe das dafür nie als Beweis genommen, sondern ich habe damit gezeigt, wo du saßt. Und wenn du laut deiner Aussage von da gesehen haben willst, dass ich undercover filme, dann kann das ja schlecht undercover gewesen sein. Genau so habe ich das auch in meinem Video gesagt. ApoRed baut jetzt aber einen Strohmann. Jetzt hat aber Leon in seinem Statement gesagt, dass du erstmal heimlich aufgenommen hast. So hat halt die Kamera ungefähr hier in der Höhe gehalten. Hat sein Bildschirm extra nicht aufgeklappt, damit man nicht sieht, was er filmt. Währenddessen hat er gemerkt, dass ich gemerkt habe, dass er filmt. Ja. Seine Kamera dann so ein bisschen locker nach vorne gehalten, ne? So ein bisschen nach vorne gehalten. Hat er noch meine Kamera gezückt? Leon hat gesagt, dass Mimi die Kamera so hatte, okay? Er hat so heimlich aufgenommen. Hat er noch einen Zeitpunkt genannt, und zwar vor seiner Handyaufnahme. Er hat ganz klargestellt, und das versteht jeder dumme Drittklässler, dass er von den Zeitraum gesprochen hat, bevor Leon diese Aufnahme gemacht hat, okay? Diese Leak-Aufnahme, die er auch gezeigt hat. Ich habe das Ganze auch bezeugt und ich habe das Ganze auch bestätigt. Mimi hat wieder den Baba-Beweis und hat das wieder mal komplett hops genommen. Jetzt kommt sein Beweis. Ich muss aber sagen, hat Mimi ein bisschen mit dem Goofy-Modus angefangen, indem er einfach heimlich aufgenommen hat. Red hat also gesehen, dass ich heimlich gefilmt habe. Ich bin ehrlich zu euch, Chat, ich bin raus. Ich bin echt raus, ich blick nicht mehr durch, Digga. Außerdem tust du auch gar nichts zur Sache, Digga, weil ihn juckt's. Ich glaub dir sowieso gar nichts mehr, dem Roten. Dass ich heimlich gefilmt den ApoRot. Ja, wie heimlich kann ich denn gefilmt haben, wenn ApoRed das von da sieht? Richtig, ich hab gar nicht heimlich gefilmt, sondern offensichtlich. Leon sprach von einem ganz anderen Zeitpunkt. Offensichtlich heimlich. Er sprach von dem Zeitpunkt vor der Handyaufnahme. Also kannst du doch nicht die Handyaufnahme als Beweis nehmen, weil das ja später stattgefunden hat, du Sherlock Holmes. Junge, du blendest mein Video sogar ein und erklärst meinen Punkt trotzdem falsch. Wie blöd bist du? ApoRed? Ja, ja, ja. Das soll der Beweis sein? Das sieht ganz eindeutig nach bewusster Manipulation aus. Genau. Ja. Du nimmst Aufnahmen und manipulierst sie so für deine Aussagen. Sagt der, nachdem Abdel in seinem Video rausgeschnitten wurde, damit er sagen kann, dass er da mit den Jungs schon weg war. Okay, das war's zum SD-Karten-Thema. Und dann erzählt er nochmal Gott sei Dank. Scheiße zum Carina-Thema. Mimi hat nicht nur einmal, sondern mehrmals behauptet, dass ich angeblich gesagt habe, ja, der Carina-Chat ist gefaked, Und er hat auch mal wieder hier Beweise geliefert, Leute. ApoRed meint einfach, bitte los, ist fake. Und Red behauptet in Insta-Stories einfach, dass die Verläufe gefotoshoppt sind. Wollt ihr mal das Original hören, was eigentlich wirklich der Fall war? Also ungeschnitten. Unmanipuliert von ihm. Natürlich, der Carina-Sache haben mir da richtig viel in die DM geschrieben. Red, Digga, die Verläufe, die sie gepostet hat, waren verfälscht. Wenn das wirklich gefaked ist, wenn man das nachprüfen kann, aber bevor ich hier dicke Statements raushaue, wird erstmal erforscht. Ich habe nur lediglich gesagt, dass Leute auf mich zugekommen sind und meinten, dass der Chat gefaked sei. Das ist ein harter Unterschied, als wenn ich sage, der Chat ist gefaked. Und zusätzlich dazu habe ich sogar den ganzen Chat noch als authentisch bestätigt. Ja, korrekt, dass du das auch mal erwähnt hast. Er behauptet, dass ich das nie erwähnt habe, dass ApoRed die Chats für echt befunden hat. Dabei habe ich das erwähnt. ApoRed hat da aber einen Cut am Ende gesetzt, wo ich das gesagt habe. So hat Carina ihre Sicht der Dinge erklärt, einen Chatverlauf von 2016 eingeblendet und ApoRed meinte einfach, der Verlauf ist fake. Als Carina dann einfach zig Verläufe gepostet hat, waren die Verläufe dann plötzlich doch nicht mehr fake. Und dann habe ich das hier nochmal gesagt. Zuerst hat er gesagt, die Chats von Carina sind fake. Die Verläufe, die sie gepostet hat, waren verfälscht. Die Schriften haben nicht gepasst, alles war schief, etc. Hat dann gesagt, dass sie echt sind. Er hat es von professionellen Grafikern prüfen lassen. Und ich habe auch gesagt, ich setze mich da mit meinem Designer-Team zusammen, was ich auch gemacht habe am Ende des Tages. Und das hat sie am Ende... Der hat wahrscheinlich das Handy seinem kleinen Bruder gezeigt und gefragt.
Glaubst du, der Chat ist echt? Tages herausgestellt, die Chats waren nicht gefaked. Und das habe ich dann auch in der Story gesagt, okay? Ja, ich würde das auch nicht direkt da sagen, dass sie das irgendwie das gefaked hat oder so, weil ich habe anfangs auch gedacht, sie hat das gefaked. Bin ich ehrlich, ich habe ja auch gedacht, sie hat irgendwie voll dafür gefaked. Bro, wie viele Sachen der Typ halt hat, ne? So viele Klamotten, so viele Sneaker. Warum kann der die fucking 2500 Eugen nicht bezahlen? Das, er will doch nicht, oder? Also, Retalk, er will doch nicht bezahlen. Auch die Sachen vom Gewinnspiel, da wird der, das werden ja keine leeren Kartons gewesen sein. Die Mädels, die bestellen einfach auf Amazon 2-Euro-Karton. 2-Euro-Karton, leerer PlayStation 5-Karton bestellen die auf Amazon. Für 2 Euro machen Fake-Gewinnspiel mit leeren Kartons, Digga, haben die gar nicht. Ja, moin, kann alles sein. Dem traue ich alles zu, Digga. Fake, aber es hat sich ja herausgestellt, dass es kein Fake war, ist auch alles cool, so, ne? Also halten wir an dieser Stelle kurz fest. ApoRed hat ein... Oder bestellt, Gewinnspielvideo gemacht und dann zurückgeschickt auf Amazon, ne? Seit Turn und Video wieder Scheiße über mich gelabert. Aber es wird noch besser, denn in meinem Entschuldigungs-5-Video habe ich noch das hier gesagt. Beim letzten Gerichtstermin im September hat er aber wieder die Position vertreten, dass der Chatverlauf fake ist. Und das beweise ich jetzt noch, denn ich habe das Anwaltsschreiben, was ApoRed vor Gericht vorgelegt hat. Hier hat er vor Gericht im Mai 2021 behauptet, dass die Chats fake seien. Und hier auch nochmal im August 2021. Und hier auch nochmal ein Jahr später im August 2022. Digga, mit was sich Gerichte rumschlagen müssen, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Gleichzeitig sagt er in dem Turn-On-Video, dass er nie gesagt hätte, dass die Chats fake seien. Dabei hat er das offiziell vor Gericht behauptet. ApoRed natürlich wieder nur am Lügen, aber schauen wir mal. Kann man die Dinge, die man für ein Gewinnspiel gekauft hat, absetzen? Ja, kann man, Pilger. Mal weiter, was er noch an meinen Videos zu kritisieren hat. Benutze deine Intelligenz nicht und deinen Cutter-Skill und deine brutalen Bearbeitungsskills nicht, um irgendwelche Wahrheiten aufzudecken, sondern benutze sie, um zu manipulieren und um wahrscheinlich zu lügen. Genau. Und das machst du. Du nimmst Aussagen von mir, schneidest sie zurecht, du nimmst irgendwelche Sachen, reißt sie komplett aus dem Kontext. Ich meine, komm, ein Beispiel ist mir gerade vor spontan eingefallen. Ey, das Beispiel ist geil. Leute, er sagt... Ey, ich habe ja gesagt, ich bin da... Der ist eine Psycho-Lache. ...mit 14 Jahren oder so zum Islam kommentiert, okay? Weil er sagt jetzt, das ist gelogen, weil... Leute, ich schneide euch an, das muss ich jetzt mal kurz einblenden. ApoRed ist ja in Deutschland geboren. Ja, als Ahmad, in Anlehnung an den Propheten Mohammed. Einen muslimischeren Namen kann man kaum geben. Er sagt, das ist gelogen, weil meine Eltern haben mich jetzt Ahmad genannt. Das ist gelogen, deswegen kann ich ja gar nicht kommentieren. Sag, das ist ein Beweis? Ich wollte damit nichts beweisen, sondern nur sagen, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass du irgendwann erst konvertiert bist, wenn man sich Herkunft und Name anschaut. Und auch weiß, dass du in Deutschland und nicht Afghanistan geboren bist. Deine Eltern den Namen also nicht aus politischen Gründen geben mussten, um keine Probleme zu bekommen. Und trotzdem wurdest du wieder Prophet benannt. Also habe ich gesagt, dass du immer Moslem warst und nicht erst konvertiert bist. Und anstatt mal darauf einzugehen, ob ich recht hatte oder nicht, lachst du mich nur künstlich aus? Aber jetzt brauchst du nicht mehr darauf eingehen, denn hier sagst du selber, dass du schon immer Moslem warst. Ich bin Moslem, ich bin vom Islam überzeugt, ich bin sogar konvertiert. Ja? Ich bin nicht mal als Moslem geboren oder aufgewachsen. Jetzt wollen wir alle mal sehen. Okay, als Muslim geboren bin ich ja eigentlich, weil das ja laut dem Islam jeder ist, aber... Ja. Auch irgendwie geil, dass er auf seinen eigenen Clip reagiert und quasi selber sagt, dass er da Bullshit redet. Warum lachst du mich dann überhaupt aus? Ich find's auch übrigens interessant, dass du dir genau diesen Punkt raussuchst mit dem Namen und nicht auf den Rest des Islam-Themas meiner ganzen... Wenn man so viel rumlügt und so viel rumlabert, dann weiß man einfach... Irgendwann einfach gar nicht mehr, was man selber gelabert hat, Digga. Videos eingehst. Ich habe nicht nur 10 Sekunden darüber geredet, du pickst dir aber nur 10 Sekunden raus und kannst nicht mal auf die richtig eingehen. Wahrscheinlich machst du um die restlichen Sachen einen Bogen, weil du nicht eine Stunde am Stück künstlich lachen kannst, ohne dass auffällt, dass du gar keine Argumente bringst. Ich denke, es wird klar und ersichtlich, dass deine Beweise überhaupt keine Beweise sind. Klar, hier und da hat er bei irgendwelchen belanglosen Sachen recht. Ja, das ist alles belanglos, wo ich recht habe. Lasst uns lieber über den Bildschirm reden, der vor 6 Jahren nicht aufgeklappt war. Denn das ist bewusste Manipulation. An dieser Stelle, ich liebe meine Fans, Grüße jetzt raus, ich weiß, meine Fans sind immer hinter mir, ich liebe euch von Tag 1, egal, auch ganz loyal Leute, die mega lang am Start sind. Ja, die Liebe merkt man auf jeden Fall an den ganzen nicht aufgelösten Gewinnspielen. Ich sehe euch auch immer in den Kommentaren, wie ihr immer trotzdem hinter mir steht, ihr wisst einfach, das ist Scheißgelaber, ihr habt vollstes Vertrauen, wisst ihr warum? Weil ihr mich kennt. Und diese kleinen Goofies, ne, die kennen mich doch gar nicht, die behaupten, ja, S-Klasse Range Rover, hier und da, Gewinnspiel, die haben doch gar keine Ahnung über mich. Tut mir leid, ich Main Character, ihr Sidechicks, und das wird es auch nicht ändern, die kleinen Goofies. Nee, ich korrigiere das kurz. Bruder, das ist noch gar nicht so lang her. Ich schaue ja dem seine Videos nicht. Das vom 6.6. Chat. Das ist gar nicht so lang her, Digga. Bisschen mehr als 2,5 Monate. Bruder. Freier Fall. Ich Main Character, ihr Sidechicks. Und das wird es auch nicht ändern, die kleinen Goofies. Nee, ich korrigiere das kurz. Ja. Ich Geringverdiener, ihr Papatastisch. Das wird es auch nicht ändern. ApoRed liebt natürlich seine Fans. Deshalb gibt er seit neuestem Fitness-Tipps, wie er von 110 Kilo auf 82 Kilo abgenommen hat. Och, nee, ne. Hat dieser Mann...
bitte jetzt nicht irgendeine unseriöse Supplement-Firma oder so noch irgendeine Scheiße. 28 Kilo abgenommen, Freunde. Von 110 auf 82. In welchem Zeitraum? Weiß er selber nicht. Freunde, ich konnte nicht etwa 30 Kilo abnehmen über 3-4 Tage. Das hatte schon länger einen Zeitraum gebraucht. Den genauen Zeitraum weiß ich selber nicht. Er blendet nur irgendwelche Bilder ohne Datum ein. In einem Twitch-Stream sagt er dann, dass die Bilder von 2018 sind. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe 28 Kilo abgenommen. Ja. Also noch irgendwie Mitte, Ende 2018 wog ich 110. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich wiege da etwa 110. Und jetzt bis vor kurzem wog ich 82. Wobei er jetzt wieder um die 85 Kilogramm wiegt. Guck mal, ich wiege jetzt, wie gesagt, knackige 84, 85. Ich wiege jetzt ungefähr 85. Für Leute, die gefragt haben, wie viel wiege ich, ich wiege aktuell 85. Im Februar beim Boxkampf wog er über... Wo hat Mimi den ganzen Content her? Hat Mimi ein fünfköpfiges Team oder macht er das alles alleine? Überlegt mal, wie viel Content der von Red durchschauen muss. Der Mann... Der muss ja auch so gezeichnet sein. Bruder, Mimi, ganz großen Respekt sowieso für den, für die Mühe, für dieses Konstrukt. Also dein, deine Videos haben ja auch immer so einen roten Faden. Ne? Das gerade war ein bisschen, da bin ich ein bisschen raus. Ne? Das war aber auch ewig lang her. Aber man kann dem ja auch alles folgen, wie er das so aufbaut, das Konstrukt, und alles nach und nach belegt. Das ist einfach, das ist beispielslos. Retalk, das ist beispielslos auf YouTube. Übrigens schon 89 Kilogramm. Mal ganz kurz eben draufschauen. 89 Kilogramm! Das meiste muss er also in den über 3 Jahren vor dem Boxkampf verloren haben. Was ihm beim Abnehmen geholfen habe, waren die Produkte von Better Balance. Die hätte er auch schon vor der Werbekooperation verwendet. By the way, Freunde, mit dem Code Red könnt ihr da auch nochmal auf Leckerschmecker 10% sparen. Es lohnt sich wirklich, Freunde. Ich hab's euch das benutzt, bevor ich mit dir verpartet war. Das ist einfach so eine Sache, die nutze ich, die brauche ich. Also wenn ich abnehmen will, ohne meine Erdnuss-Saucy, unmöglich. Und in seinem Raufaser-Tapeten-Wohnungs-Roomtour-Video sagt er auch, dass die Sachen ihm beim Abnehmen und sogar Aufbauen geholfen haben. Das sind so Sachen, die am Ende des Tages schön geholfen haben, ne? Abzunehmen, aber auch aufzubauen. Ich sag's euch, das hat mir sehr viel geholfen. Also zum Abnehmen hat mir das sehr viel geholfen. Es ist halt etwas schwer zu glauben, wenn Better Balance die Produkte erst Ende Mai diesen Jahres beworben haben. Wann genau will er damit angefangen haben, aufzubauen oder abzunehmen? Aber unabhängig davon gibt er auch etwas seltsame Abnehmversprechen. Blumenkohlreis. Sass. Dann macht ihr noch, keine Ahnung, Garnelen, Wildlachs und dann macht ihr noch diese Erdnuss-Saucy und Brokkoli oder, keine Ahnung, Karotten oder was auch immer. Und es ist vorbei, diese Kombination ist vorbei. Ihr könnt dadurch wirklich innerhalb von einem Monat 5, 6, 7 Kilo abnehmen. Ne? Also das ist kein Spaß, das ist klar kein Spaß. Es ist natürlich individuell, aber es gibt so eine Milchmädchenrechnung. Wenn du 1 Kilogramm abnehmen willst, sind das ungefähr 7000 Kalorien, die du verbrennen musst. Heißt, für 1 Kilogramm in der Woche müsstest du im Schnitt pro Tag 1000 Kalorien im Minus sein. 1 Kilogramm die Woche abnehmen gilt eigentlich schon, ich sag mal, als das obere Limit, was realistisch und auch gesundheitlich unbedenklich ist. ApoRed ist ja auch irgendwann nicht mehr so gut, Chat, wegen der Haut, ne? Die kann sich dann nicht mehr schnell genug zurückbilden. Dann, ja, sieht's auch nicht so schön aus. Redet hier aber nicht von 1 Kilo. Deshalb lieber langsam, aber sondern von 1,25 bis 1,75 Kilogramm pro Woche abnehmen. Das bedeutet ein tägliches Defizit von bis zu 1750 Kalorien. Um euch das besser vorstellen zu können, wie viel Energie das ist, das sind in etwa 1,5 Kilogramm gekochter Reis pro Tag, die ihr minus machen müsst. Oder 2,5 Lecker Reis. Kilogramm Kartoffeln oder ca. 25 bis 30 Kilometer pro Tag joggen. Sein Gelaber ist so irreführend, besonders wenn er dabei dann noch Muskeln aufbauen will. Beim Boxkampf hob ich noch 90 Kilo und ich hab hinten schnell noch mal 8 Kilo abgenommen und übertriebene Muskulatur noch aufgebaut. Ne? Es geht. Aber ApoRed, der Fitness-Experte, setzt noch einen drauf. 10 Kilo versuche ich innerhalb von 30 Days abzutaken. 10 Kilo in 30, also in 30 Tagen abzutaken. Ich denke, es ist auch sehr interessant. Da würde ich auch zeigen, so vielleicht, was ich noch esse, wie ich trainiere, was ich mache. 10 Kilogramm in einem Monat, das sind 2,5 Kilogramm pro Woche, was 2500 Kalorien pro Tag minus sind. Das ist absolut insane. Wenn ApoRed nichts macht, verbraucht er ca. 1900 Kalorien pro Tag. Einfach für die Lebenserhaltung. Heißt, damit er in einem Monat 10 Kilo abnimmt, reicht es nicht mal ansatzweise, 30 Tage lang nichts zu essen. Heißt, er müsste sich zusätzlich noch viel bewegen oder Sport machen, während er hungert ohne Ende. Was tut man nicht alles, um Geld zu sparen? Aber was hat ApoRed eigentlich danach geplant? Ungeduld werde ich in einem Monat versuchen, 10 Kilo abzunehmen. Und danach wollte ich auf Leckerschmecker einen Monat Kreatin nehmen. Weil ich habe jetzt noch kein Kreatin genommen. Und dann wollte ich einmal so schön den Baba-Kreatin-Kur nehmen. Kreatin ist an sich ziemlich safe, es steht aber im Verdacht, bei manchen Leuten den Haarausfall zu fördern. Dieser Einwand kommt auch im Chat und ApoReds Antwort dazu ist äußerst interessant. Geiles Gefühl, wenn dir die Haare ausfallen. Das ist, glaube ich, darauf bezogen, dass es gibt ja die Theorie, dass wenn man Kreatin nimmt, dass dadurch der Haarausfall gefördert wird. Selbst wenn es der Fall ist. Selbst wenn. Ja? Also, ich bin ehrlich, ich habe wahrscheinlich die Haare von meiner Mama geerbt und sie hat echt stramme Haare. Ich hab eigentlich auch noch relativ stramme Haare. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt eine Halbglatze auf den Kopf bekomme.
Über so Haare konnte er sich noch nie beschweren, ne? Das heißt, das stimmt selbst wohl. Wenn der erblich bedingte Haarausfall gefördert wird, der scheint bei mir einfach gar nicht so richtig am Start zu sein. Deswegen, Leute, macht kein Auge. Also er befürchtet nicht, dass bei ihm der erblich bedingte Haarausfall gefördert wird, weil er hat ja gar nicht die Veranlagung für Haarausfall. ApoRed, warum hast du dann eine Haartransplantation in der Türkei gemacht? Das kann man deutlich an den transplantierten Haaren erkennen, weil die darunterliegende Haut während der Heilung ein bisschen dunkler ist. Man hat bei ihm die FUE-Methode verwendet, wo man die Haare von dem Hinterkopf punktuell pickt und vorne wieder einsetzt. Deshalb sieht man bei ihm auch diese pünktchenförmigen Mikronarben in dem Spenderbereich. Das ist auch der Grund, warum er eine ganze Weile Gaming ohne Webcam aufgenommen hat. Also für die ganzen Leute, die sich das ständig in den Kommentaren gefragt haben, jetzt wisst ihr's. In Instagram-Stories hat er sich dann irgendwann bei schlechten Lichtverhältnissen gezeigt und erzählt, dass er mal einen neuen Haarschnitt ausprobieren wollte. Die Zuschauer können jetzt voten, was cooler aussieht. Kurze Haare oder so wie davor. Dabei wollte er nichts Neues ausprobieren, sondern er hatte gar keine Wahl, weil man für die Operation in den meisten Kliniken die Haare kurz macht. ApoRed kann aber durch seine Komplexe nicht dazu stehen und denkt sich irgendeine Scheiße aus. Also, ich bin ehrlich, Digga, jeder Content-Creator kommuniziert das mit der Community. Hey Jungs, hab ein bisschen Geheimratsecken. Ich gehe da und da hin. Lass mir das machen, damit ihr Bescheid wisst, warum ich demnächst kurze Haare hab oder kein Headset tragen kann, In-Ears hab dann oder so. Aber Digga, ich glaube, er ist wirklich, der ist der allerletzte Mensch auf der Welt, der das vor seiner Community versucht zu verstecken. Und Mimi kriegt das trotzdem irgendwie raus. Das ist einfach verrückt. Das ist einfach verrückt. Ich habe wahrscheinlich die Haare von meiner Mama geerbt und sie hat echt stramme Haare. Wallah, du Haartransplantation aus Türkei, wallah. Man muss aber sagen, jetzt ohne Witz, das Ergebnis sieht echt super aus. Also jetzt müsste halt nur noch Geld für einen Friseur da sein. Vielleicht kannst du ja wieder mit Instagram-Story bezahlen. Huch. So, Freunde, der Alex hat mal wieder die Haare sich ganz fresh machen lassen. Eine komplett neue Frise, man muss mal was Neues austesten. Junge, nur weil du dringend einen Geldregen nötig hast, brauchst du dir nicht gleich die Money Rain Frisur machen. Also, ich will jetzt hier nicht Frisuren bewerten, aber die Frisur sieht irgendwie ziemlich scheiße aus, Digga. Die Haare sich ganz fresh machen lassen. Eine komplett neue Frise, man muss mal was Neues austesten. Junge, nur weil... Also, wenn der mir die Frisur gemacht hätte, hätte ich den verklagt. Den Geldregen nötig hast, brauchst du dir nicht gleich die Money Rain Frisur machen. Ja, genau das dachte ich mir auch nicht. Sieht aus wie selbstgeschnitten. Von der dreijährigen Schwester. Was gibt's eigentlich sonst noch zu erwähnen? ApoRed kennzeichnet seine derzeitigen Placements nicht richtig, versteckt den Hinweis so, dass man es möglichst nicht sieht, wird von Unge dann sogar darauf hingewiesen. Ich will die Leute, die so ein bisschen auch... Da muss ich auch mal einen kleinen Kritikpunkt an ApoRed an dieser Stelle mal wieder raushasseln. Er hat letztens Werbung gemacht für diese Produkte da. Die Werbung war jetzt nicht optimal gekennzeichnet. Das Hashtag Ad steht hinter seinem Profilbild versteckt. Ja, Maschalerius. Es gibt, glaube ich, sogar ein deutsches Urteil, dass man Ad gar nicht schreiben darf, sondern man muss in Deutschland Hashtag Werbung oder Anzeige schreiben. Auch bei der zweiten Story, die schon mal ein paar Tage her, ist da Ad ein... Ah, den Tipp kannst du ja nicht anzeigen, weil niemand weiß, wo er wohnt, Digga. Bisschen versteckt hinter Red, ne? Aber statt die Placements nun korrekt zu kennzeichnen, kennzeichnet er die gar nicht mehr. Blaubeere, Beta Aminos 10% mit dem Code RED. Immer ist es Multiple. Wenn das bei fucking... Monte wäre, da würden die direkt mit dem FBI die Tür eintreten in Buxtehude oder wo er jetzt wohnt. Bruder, da würden die sofort einreiten. Aber bei dem interessiert es irgendwie wieder keine Sau. Kaminhasen hier von Better Balance, kann ich euch nur jedem empfehlen, eine super Erdnuss-Sauce, die habe ich dazu geaddet. Oh, dazu geaddet! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr! Ja. Seit circa einem halben Jahr hat er auch kein Impressum. Laut Leon müsste ApoRed also paranoid sein. Du bist der einzige YouTuber mit 800.000 Abonnenten, wo ich sagen muss, Digga, du hast kein Impressum. Weil er einfach paranoid ist, Digga, dass man ihn irgendwie da zurückverfolgen kann. Und die Bewertungen sind durchgängig scheiße. Laut ApoRed bedeutet eine Bewertung ab 10% Dislikes, dass der YouTuber unglaubwürdig ist. Also ich sag mal ehrlich so, ich glaube nicht umsonst hat das Video auch 10% Dislikes erhalten, weil ich finde 10% Dislikes... Bruder, was labert der für eine Scheiße? Ist relativ viel. Ist relativ viel für ein Video, wo du halt sagst, dass du sexuell belästigt worden bist. In der Regel sollte man eigentlich da allerhöchstens 1 bis 2% Dislikes haben. Im Normalfall, aber ich denke, diese 10%, die gedisliked haben, die haben wahrscheinlich einfach alle gesagt, es klingt mir einfach unseriös, ne? Bin ich ganz ehrlich, für mich klingt das ab. Und er hat über 50% teilweise Dislikes. Witzigerweise ist mir bei den Likes was aufgefallen. Als er sein Turn-On-Video gemacht hat, um es allen Kritikern heimzuzahlen, ist aus mystischen Gründen die Like-Zahl schlagartig nach oben gegangen. Zu Anfang hatte das Video 25% Dislikes. Danach kamen nur 100 Dislikes dazu, während 19.000 zusätzliche Likes kamen. TJ hat im Stream zufälligerweise noch einen Schritt dazwischen gecatcht. Die Bewertung ist ja krass gut, Digga.
für ein Upred-Video? Es ist ultra unrealistisch, dass das organisch passiert ist. Ein paar Leute hatten schon vermutet, dass da einige Likes gekauft wurden. Und ja, da wurde auf jeden Fall nachgeholfen, denn ich habe zufälligerweise ein deutliches Absinken der Likes gescreenshottet, obwohl die Klickzahlen weiter hochgegangen sind. Und zwar mindestens an dieser Stelle hier. Achtet auf die Klickzahlen und auf die Likes. Bei steigender Klickzahl gingen die Likes hier plötzlich weg. Das passiert, wenn Google solche Likebots erkennt und löscht. Ich muss aber dazu sagen, ich persönlich denke nicht, dass Upred das selber war. Der hätte nämlich gar kein Geld dafür. Und jetzt kauft mein Merch. Zu jedem bestellten Artikel gibt es eine limitierte Wackelkarte. Link in der Beschreibung. Alter, was war das wieder für ein Video? Ich habe schon geliked davor. Was soll man dazu noch sagen, Chat? Das ist wirklich ein freier Fall. Ein freier Fall zum gefrorenen Erdkern. Ich bin sprachlos. Was ein geisteskrankes Banger-Video wieder. Also, dass er in einer Sozialwohnung wohnt und trotzdem da irgendwie Leuten sagt, ja, so viel Kohle wie ich wirst du nicht haben, das ist halt alles so verrückt, dass er sich vor den Behörden versteckt, die Geld von einem gültigen Gerichtsurteil haben wollen. Insolvenzverschleppung und alles, Bruder. Das wird noch richtig krachen, wie der liebe Mickey sagen würde. Das wird noch richtig krachen. Heftig, Digga. Also ich, so wie das jetzt klang, wird da, glaube ich, nochmal eine Entschuldigung kommen, oder? Hat jetzt nicht so geklungen, als ob er fertig wäre. Verrückt, Chat. Wirklich, wirklich verrückt.